So Leute, willkommen zurück. Camtasia hat die eine Aufnahme mit dem riesigen Herzlosen im Schloss des Biestes verhauen. Also werde ich die jetzt mal nachmachen. Und ich muss aufpassen auf die Zeit. Gefahr. Zu eurem Glück und zu meinem auch war es die letzte Mission vor diesem Tag, glaube ich. Angst. Ja, besiege den riesigen Herzlosen. Zusammen mit Xaldin, mit wem sonst? Oh ja, so weit wie möglich von dem Vieh weg tauchen wir auf. Beeilen wir uns, trödel nicht rum, Roxas. Ach, der normale Weg ist versperrt, also muss ich den Geheimgang nehmen. Ja, das war klar. Ich glaube, so viel darf ich schon mal spoilern. Der Herzlose wird Scherge der Finsternis genannt. So wie Xaldin manchmal klingt, ey. Naja, kümmern wir uns mal nicht weiter um die Herzlosen. Mach dich platt, mach dich platt. Ach du Scheiße. Die Viecher sind doch ein bisschen stark. Und das sind verdammt viele, wie ich auf der Karte sehe. Also lieber da weg. So, ich habe schon alle Abzeichen hier geholt. Das heißt, ich muss gar nicht weit weg. Aber gegen einen Megaschatten durchkämpfen muss ich trotzdem. Es ist nicht nur ein Megaschatten durch, es ist gleich ein Gigaschatten durch. Oh, ja, ja. Blitzmagie ist wirksam. Oh. Kleiner Feigling. Also ein Äther entlöhnt mich ganz gewiss nicht. Puh, das wär's. Genug rumgetrödelt. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Finden wir unser Ziel und erledigen es. Ganz deiner Meinung. Gut, auf geht's. Falsche Richtung. Er ist gar nicht so weit weg eigentlich. Und um die Schattenlöcher hier kümmere ich mich mal nicht. Die sind nur Zeitverschwendung. Man braucht schon genug Zeit, um diesen Herzlosen fertig zu machen. Sieht aus wie ein Schattenborn. Da bist du ja. Fangen wir an. Ja, so einfach ist er gar nicht. Guckt euch mal die Lebensleisten an. 7 oder 8 Lebensleisten. Gott sei Dank haben wir eine Mod, die uns für den Luftkampf eignet. Au, au, scheiße. Man sieht, der ist verdammt stark, auch wenn man ihn schon einmal besiegt hat.
Also fortsetzen und nochmal. Ich hoffe, ich verhau das jetzt nicht so oft. Nix wie hin. Seine kleinen Schattenlöcher habe ich ja schon mal platt gemacht. Ihr habt das gesehen, Sarima hat mich voll davon abgehalten. Oh, immer schön auf die Hand hier. Oh, jetzt muss ich weg und blocken. Saldin, komm hinter mich, du Sackgesicht. Man kann diese Kugeln sehr gut zurückstoßen, weil sie mehr Schaden machen als einer eurer kleinen Schläge. Mal sehen, wie weit die Druckwelle geht. Ja, weit genug. Boah, ey. Computerspieler, die euch helfen sollen, stehen euch nur im Weg, ey. Ha, rechtzeitig gesprungen. Oh, er hält da so eine Sphäre in der Hand. Jetzt kommen Dunkelheitskugeln auf mich runter. Jetzt muss ich mich vom Fleck bewegen. Aha, das gibt's doch schlecht bei der Kameraführung hier. Shit, Kamera. Oh, warte mal, die Kugeln gehen nur hinter Xalien her. Solange ich nicht in seiner Nähe bin, werde ich also auch nicht getroffen. Ah, das macht er wieder. Aus dem Weg, du! Ich hätte euch sagen sollen, willkommen in der Kingdom Hearts Show, wo ich Ihnen zeige, wie man mit einem nervigen Partner und starken Gegnern viel, viel Scheiße bauen kann. Ja, und Saldin lässt sich dauernd treffen, ist natürlich schon bei seinem Limit. Ah ja, das müssen wir weg. Saldin ist so ein Vollidiot, echt jetzt. Autsch. Oh, 4. Ja, habt ihr gesehen, wie viel Schaden die machen? Mehr als ich die ganze Zeit drauf geprügelt habe. Oh, die Kamera ist echt scheiße manchmal in diesem Kampf. Oh, wo geht das jetzt hinterher? Hinter Xalien, wie üblich. Ja, lass sie ruhig treffen, nur. Ich komme auch ohne dich zurecht. Ich komme viel besser ohne dich zurecht. Nur noch eine Leiste, nur noch eine Lebensleiste. Das wird genial, das wird super. Das ist gleich zu Ende, weil die Aufnahme schon fast 10 Minuten lang ist. Und deshalb mache ich ihn platt. Wenn er nicht zu viel Scheiße baut. Au. Yes, er ist tot! Er ist tot! Beide sind tot! So, und hier drücke ich erstmal Pause, denn die Aufnahme muss ich schneiden. Wir sehen uns gleich wieder.